Dann wird keine Freude mehr bereiten.
Demonstranten und Demonstranten in unserer Pfarrgemeinde St. Josef zu übernehmen. Wir sind bereit. Seid bereit, eure Aufgabe im Gottesdienst und im Leben gewissenhaft und nach besten Kräften zu erfüllen. Wir sind bereit. Hiermit bin ich stellvertretend für eure Pfarrgemeinde St. Josef in die Gemeinschaft der Demonstrantinnen und Demonstranten auf. Möge der gute und barmherzige Gott allzeit mit seinem Licht auf euch wohnen. Er stärke euch durch die Mitfeier des Gottesdienstes im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Amen. Wenn man euch so sieht, gibt es zunächst eigentlich keinen Unterschied zu den anderen Ministranten und Ministranten. Bis auf eins. Ein Anhänger, ein Kreuz, eine Plakette. Zeichnet diejenigen aus, die ganz in den Dienst genommen werden. Hier auf dem Altar liegen 5 Kreuze, die euch gleich umgehängt werden. Zuvor wollen wir diese aber sehen. Lasst uns beten. Gott im Himmel, du hast deinen Sohn als Licht zu uns Menschen gesandt. Immer wieder rufst du Menschen in deinen Dienst. So bitte dich, segne auf die Fürsprache des heiligen Franziskus diese Kreuze, die unsere Ministranten und Ministranten als Zeichen ihrer Nachfolge tragen werden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, im Namen der Pfarrgemeinde St. Josef darf ich euch gratulieren zur Aufnahme. Ich wünsche euch viel Freude und Spaß an eurem Dienst. Und darf ich nur bitten, dass wir dann auf den Platz gehen und von dort aus dann euren Dienst zu übernehmen. Zwar nicht immer so ganz konkret am Altar hier oder im Rahmen einer Liturgie, aber von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes her, dieses Ministrare, dieses Dienen. Wir alle sind zum Dienen und zum Dienst an Gott und den Mitmenschen berufen. In Kyrie wollen wir uns dann neu in den Dienst nehmen lassen, wollen wir die Kraft bitten, immer wieder neu aufzubrechen, uns auszurichten. Herr Jesus Christus, du bringst uns auf den richtigen Weg, du bist uns ein treuer Begleiter, deshalb rufen wir zu dir. Dir dürfen wir folgen, auch wenn wir manchmal unbeholfen sind. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Dir dürfen wir folgen, auch wenn wir manchmal nicht den guten Aufbruch haben. Christus, erhöre uns. Thank you.
Dann lasst euch dadurch nicht erschrecken, denn das muss als erstes geschehen.
aber das Ende ist dann noch nicht da. Und er sagt uns hin, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten der Welt wird es Seuchen und Hungersnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man den gewaltigen Zeichen sehen. Aber bevor das Ganze geschieht, wird man euch festnehmen und verfolgen. Man wird euch um meines Namens willen den Gerichten der Synagogen übergeben, ins Gefängnis werfen und vor Königen und Statthaltern bringen. Dort werdet ihr Zeugnis für mich ablegen können. Nehmt euch aber nicht vor, im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen, denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass all eure Gegner nichts dagegen ankommen können und nichts dagegen sagen. Sogar eure Eltern und Geschwister, ja sogar eure Verwandten, Freunde und Bekannte werden euch ausliefern. Und manche von euch wird man sogar töten. Und ihr werdet um meines Namens von allen gehasst werden. Und doch wird keiner von euch ertragen zurück werden. Wenn ihr standhaft bleibt, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir werden von meiner Seite aus hinten rechts, also zwischen den
dieses Alpha und Omega, das große O, was am Ende des griechischen Alphabets steht, deswegen auch das Zeichen für Anfang und Ende, das werden wir jetzt mit einem stärkeren Blick nehmen, gleich den Fürbitten und gleich weitersetzen. Wer einen Aufbruch wagt, der muss natürlich noch ein Ziel haben, kann nicht nur wohin gehen, obgleich das natürlich auch interessant sein kann, auch sehr vielversprechend sein kann. Aber gemeinsam sind wir Weggemeinschaft. Und das ist gut, dass es bei den verschiedenen Aufbrüchen, Überlegungen, Gedanken, Lebensentwürfen eine Konstante gibt. Und das ist dieser Gott. Zu diesem Gott, der uns einlädt, heute neu aufzubrechen, dürfen wir uns aufmachen, dürfen wir miteinander beten. Dazu wollen wir sind. Ich glaube an Gott, für den Vater und den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen Heiligen Sohn, unseren Herrn, empfange durch den Heiligen Geist, geboren. Thank you.
Gestalten aller Kinder und Jugendlichen als jeden Erwachsenen. Erschenke den Lebenden deine Gnade und all unseren lieben Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das Leben in dich soll ja, dass sie leben in deinem Reich. Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Schwert aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gabe und reinige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, nachdem er ausgeliefert wurde und sich aus freiwilligen Leiden verwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst im Herrn. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi in Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und Ordenschristen und mit allen Frauen, Männern, Kindern und Jugendlichen, die zu einem Dienst in der Kirche bestimmt sind. Gedenke aller unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit auch uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der allerseligsten Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Tarzisius, dem Schutzpatron unserer Ministranten und Ministrantinnen, mit dem heiligen Adonius, dem Schutzpatron der Jugend und allen, die bei dir Gnade gefunden haben von anderen in der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott ein mächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Als solche dürfen wir miteinander singen und beten, wie es in unserem Text steht. Thank you.
Frieden, das ist etwas ganz Wichtiges, etwas nicht nur für zu nebenbei. Frieden, das ist etwas, das eine Gemeinschaft braucht, um gemeinsam unterwegs zu sein. Wenn man nicht im Frieden unterwegs sein kann, wird man nicht bald mit der Spaltung einhergehen müssen. Wird es Streit und Kampf geben. Da wollen die Menschen nichts mehr miteinander zu tun haben. Aber wenn wir hier und den Herrn zusammen sind, dann wollen wir genau Frieden sein. Wir wollen miteinander zu tun haben. Wir wollen miteinander einen neuen Aufbruch wagen, auch einen Aufbruch des Friedens. Und da ist es gut, dass es nicht nur diesen Frieden der Welt gibt, der oftmals sehr zerbrechlich ist, sondern auch einen Frieden, der unzerbrechlich ist. Es ist der Frieden, den Jesus Christus uns schenkt, der die Allmächtige in unserer Mitte ist. In den eucharistischen Gaben dürfen wir dem Herrn begegnen, dürfen wir ihn um seinen Frieden bitten. Herr Jesus Christus, starker Gott, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben und das Hoffen deiner Kirche und schenke dir um alle Menschen guten Willens nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit uns. Gib mir dann ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst die Welt in die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst die Welt in die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst die Welt in die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Jesus Christus, das Lamm Gottes, den Sohn der Jungfrau Maria. Er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du mein Herr bist unter meinem Herrn. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und der Herr sagt: Komm, folge mir nach, wage einen Aufbruch.
Nun sind wir am Ende unserer Messfeier angelangt. Wir haben gerade auch das Ding gefeiert und wir sind dieser Ortschaftsdienst gestartet, können wir jetzt in die neue Wortwoche starten und wir möchten uns ganz herzlich bei euch und Ihnen bedanken fürs Dasein, fürs Mitfeiern, fürs Mitreden, fürs Mitdiskutieren, für sich auf den Aufbruch zu machen, aufzubrechen, neue Wege zu gehen, Gott als Aufbruch zu verstehen und Gott in unserem Leben als Aufbruch zu erkennen. Und gleichzeitig möchten wir uns auch bei euch für euren tollen Dienst, für euren wichtigen Dienst, für eure tapfere Einführung, denn ich denke, ich damals in der Lösung darauf war, ja, das war eine super Nacht, richtig toll. Danke. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr